Ey, 10 Sekunden läuft die Folge und du brennst. Du brennst halt einfach immer noch. Was? Nein, ich brenne nicht mehr. Ja, du standst die ganze Zeit im Wasser und hast übelartig gebrannt. Ach. Mann. Das Spiel hasst mich. Wird jetzt schon verrückt. Ich sehe es kommen. Bald esse ich dich auf. Yay. Yay. Gehacktes Ei. Hast du grad Holz? In der Nacht. Ja. Gut. Das soll doch ein bisschen spannend sein. Natürlich. Ja doch, das liegt näher. So, und jetzt ja, wir möchten uns den Eingang hier noch ein bisschen markieren. Oh, das war ja hier drüben am Baum. Jo, 28 Harz. Wow. Und bald sind wir zu viert, dann haben wir Harz 4. Der war etwas mies. Oh Gott. Der war etwas mies, sag ich ja. Hast du mich gerade ernsthaft abgeschossen? Nee. Elvin? Ja. Alles gut. Ganz sicher? Ja. Das hast du gerade auch gehört, oder? Ja, wir könnten ja eigentlich mal Tag machen. Ja, ich komme darauf, ne? Ich komme auch. Ja, hier vor der... Vom Tor sitzt einer und singt. Ach echt? Ja. Was? Ich bin gerade. Was ist denn los, Melvin? Bin, wollte gucken, ob der wirklich will. Ja. No. Gucken. So. Vor allem. Wer hat die Fackeln angemacht? Die sehen uns. Los, er sinkt runter. Nacht überspringen. Ja. Au. Fallschaden. Ich liege. Ich auch. Nein, da kommt einer. Da kommt einer. Ja. Lol, im Singleplayer wäre das jetzt natürlich nicht gegangen. Hm. Cool, weiter geht's. Yep. So. Panik schieben für mich. Stopp, ich muss essen und trinken. Ja. So, aber wir müssen immer noch das Problem finden mit dem. Wenn man. Wenn man stirbt. Hier, trinkst du mal, Dude. Das haben wir ja auch noch nie herausgefunden, wenn man stirbt, ob man da auch wieder alles verliert. Mhm. Oh. Schlechte Verbindung im Discord. Oh, ja. Bin ich wieder der Robotman? Nee, ich hab schlechte Verbindung. Ach so. Bei mir ist es gerade rot. Bei mir aber auch. Wer weiß, was die wieder machen. Ich will mal so eine Gemüsesuppe machen. Ich glaube, das geht. Ich versuch's mal. Viel Spaß.
bin ein kleiner Baumfäller und wohne tief im Wald. Da kommt ein einsames Melvin, ich mach es einfach kalt. Ei, ich schlage kurz und klein in Melvin ab, sein kleines Bein. Oh mein Gott. Die Insel macht mich verrückt. Überleg mal, wir würden das so machen, dass jeder gegen jeden spielt. Das wäre eine Option. Ja. So, und jetzt schaue ich, ob man das wirklich jetzt... Aber wolltest du nicht eigentlich die Mauer weiterbauen? Ja, ich wollte nur gucken, ob das geht. Ja, ich würde sagen, es geht, weil ich Holz fälle. Ja, doch gut, ich fälle kein Holz mehr, wenn du zu mir die sagst. Nein, da ist gerade eine Spinne gekrabbelt. Cool. Ich hab sie zermanscht. Warum, du Spinnenmörder? Ja, okay, man kann eine Gemüsesuppe machen. Bin kein Mörder. Du! Das wäre fast auf den Kopf gegangen. Deswegen sagt man auch immer Baumfeld. Nö. Töte doch nicht. So. Warum nimmst du nicht so ein Shelter und packst es dort drauf und fährst dann zur Mauer hin? Gute Idee. Ich hab die Dinger nie umsonst gebaut. Halt's Maul, du Affe! Okay. Ich hab da gerade was gehört. Da hockt was. Ja, herein. Ich wollte gerade sagen, da hockt was davor. Oh, ja, da hinten. Ich verfolg's. Okay. Ein Smelvin sucht sich neue Freunde. Ah. Das werden wir uns merken. Bring den auch gern mit. Oh. Der ist von einem Baum getroffen worden. Ich hab seinen Bruder gefunden. Piu. Warum schläfst denn du? Weiß nicht, geh mal sicher. Ey! Ey! Ey, Melvin! Ja? Hör mal auf. Ey, ich mach jetzt nichts mehr. Ich mach jetzt nichts mehr. Ja, wieso kann ich den hier nicht drauflegen? Geht bei mir aber auch nicht. Ja? Ja, Pass auf. Hallo? Was ist denn ja mehr? Wir sind doch noch rot, warum? Ich nehme die Frau. Ach, toll. Die hat... Das sind 4 Stück. Die hat so schöne... Zwei verfolgen dich. Alter! Ich werde hier vermöbelt. Die sind richtig stark. Das sind ja schon die zweite Generation, oder? Wie sagt man das? Ja. Alter, nee! Die sind verdammt stark. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Trinkst du, oder? Ja, bringt nichts. Die greifen dich dann trotzdem an in der Zeit. Okay, ich hab einen. Ich hab 3. Aber weißt du, was das Gute ist? Hm? Ich kann mir jetzt die Knochenrüstung wieder machen. Das kann ich auch. Ja. Denn ich bin gehittet worden. Meine letzten Heiltränke. Ich nehme die Tabletten.
Boah, das gibt da Abendmahl. Da lag noch. Ah, hier liegt ja noch einer, stimmt. Ja. Es waren ja ein paar mehr. Wäre es nicht eigentlich praktisch, wenn wir hier provisorisch erstmal so ein Tüdüdü hinstellen für die Knochen? Alter. Bevor die despawnen? Ja. Lagerung. Hier. Denn hier sind schon welche. Knochen. Scheiße, das brauche ich 21 Stück. Ja. Ich lasse ja auch mal recht übrig. Och, wie liebesgewürzig. Ja. Hey, wo ist mein Wagen hin? Ich habe ihn einfach gestohlen. Warum ist mein Wagen außerhalb der Mauer? Oh, ich frag nicht. Ist besser so. Gut, ich hab alle Knochen. Dann mache ich jetzt noch schnell das Knochending fertig hier. Dass man halt auch die Knochen sammeln kann für die anderen. Hä? Ich hab den Wagen. Ja, warum steht der draußen? Ist der vielleicht durchs Baumfällen rausgeflogen? Nee. Sicher? Ja. Also, ja. Das ist halt Forest. Das ist gruselig. Man fliegt ja auch magischerweise durch die Gegend. Das würde ich auch gern. So, ja. Ich habe irgendwas genommen hier. Hier haben wir wieder ein Bäumchen, wo ich was ranbauen kann. Das da. Jetzt hätte ich dich fast gehittet. Natürlich hätte das dann. Natürlich hat es mich gerade verfehlt. Jetzt du rennst auf immer mitten durch mich durch. Natürlich. Stimmt ja, der ist on. Okay, mach ich jetzt in Ruhe. Ja. Ich könnte ja eigentlich ein paar Hasen jagen gehen. Für Fell halt. So viel geht das natürlich alles viel schneller. Ja, wir werden den anderen schon mal was übrig lassen. Also. Ja. Die müssen dann den Turm bauen. Plattform ist fertig. Muss ich in zwei. Wieso liegt so viel Holz verteilt?
weil du so viel gesprengt hast. Das waren aber bloß 3 Bäume. Den Rest habe ich alles mit der Axt gemacht. Liegt nicht mehr. Aber wisst ihr was? Da glaube ich dir halt was. Ja. So, das war's, mehr liegt hier nicht. Also wenn hier kein 3 Totem stehen hier. An der Höhle? Nee, hier, oder? Was ist die? Ja, das ist die Höhle. Ja, das die war die. Tauchen dort komischerweise immer wieder auf. Ja. So, da wir ja keine Bäume haben. Also doch schon, aber ne? Ja. Mach ich einfach mal das. Pass aber auf, dass du nicht gerade die Bäume fällst, wo wir was dran bauen. Ja. Aber wär's nicht eigentlich klüger, wenn wir erstmal außen an der Mauer die Bäume abfällen, damit die nicht reinspringen können? Ja, ja, würde schon. Die wachsen dann zum Glück alle nach hier draußen. Hier drinnen. Ja.